Über 1 Million Menschen wollen die Area 51 stürmen im September mittlerweile. Ich hatte darüber geredet. Uns alle könnt ihr ja nicht aufhalten, ist das Motto. Eigentlich als Scherz entstanden. Aber ob es auch Leute gibt, die das wirklich vorhaben? Die US Air Force, zuständig für das Gelände, warnte bereits. Kommt nicht, wir werden das verteidigen. Was aber passiert in Wahrheit in der Area 51? Warum ist sie so geheimnisvoll und was geht dort wirklich vor sich? Die Area 51 liegt mitten in der Wüste Nevadas, total abgelegen, rund 100 Kilometer nordwestlich von Las Vegas. Hier gibt es kaum bewohntes Gebiet. Das Gelände ist Teil eines riesigen 100 Quadratkilometer großen Sperrgebietes, das eigentlich Nellis-Komplex heißt und der Air Force gehört. Ein Teil der Anlage liegt am Groom Lake, einem trockenen Salzsee. Lange Zeit wurde die Area 51 geheim gehalten. Niemand wusste, dass sie existiert. Es gab Gerüchte, bestätigt war nichts. Erst 2013 bestätigte die CIA offiziell die Existenz. Und offiziell ist die Area 51 nur für die Entwicklung und Erprobung neuer Kampfflugzeuge und Flugsysteme tätig. Dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operationen verwendet, heißt es ganz offiziell. Aber seit den 50er Jahren gibt es immer wieder hunderte UFO-Sichtungen teilweise pro Jahr in der Area 51. Leute schwören, dass sie fliegende Untertassen gesehen haben wollen. Am Wüstenhimmel. Es gibt sogar viele Leute, die einfach nur dorthin pilgern, um etwas zu sehen. Nah ran kommt man aber nicht. Wenn man sich von den offiziellen Straßen entfernt, kommt ein schwer bewaffneter Sicherheitsdienst und man wird aufgehalten. Auch Drohnen werden abgefangen und beschlagnahmt. Die Army versteht keinen Spaß dabei. Was sind aber die Theorien, was dort wirklich passiert? Nummer 1. Gefangene Aliens und die Entwicklung von Raumschiffen dort. Klingt immer so total ausgedacht und fake, aber Bob Lazar, ein US-amerikanischer Physiker, behauptete offiziell in einem Interview, er habe dort gearbeitet in der mysteriösen Area 51. Dabei soll er außerirdische UFOs erforscht haben, sie sogar gesehen haben, die in der Area 51 gelagert sind. Sein Auftrag sei es damals gewesen, denselben Antrieb der Aliens zu nutzen, das Material davon herzustellen mit Hilfe des Elements 115. Seine Aussagen sind sehr umstritten, Beweise hatte er keine, aber viele andere angebliche ehemalige Mitarbeiter packten auch aus und sagten, es gäbe Aliens in Area 51. Schlagkräftige Beweise gab es nicht. Aber dafür würden die Leute da oben schon sorgen, hieß es dann immer, dass nichts nach draußen dringt. Die würden jeden Beweis vernichten, bevor er auftaucht. Wie viele Leute arbeiten in der Area 51, ist umstritten. Mal ist die Rede von über 1000. Eingeflogen werden wohl auch viele aus Las Vegas jeden Tag, mit einer eigenen Airline namens Janet. Nummer 2. Die Mondlandung war fake. In den 60er Jahren gelang Amerika der ganz große Coup. Sie landeten auf dem Mond, offiziell. Verschwörungstheoretiker wie Bill Kaysing behaupten aber, dass die NASA in den 60er Jahren überhaupt gar nicht die Möglichkeiten hatte, eine Mondlandung zu bewerkstelligen. Deswegen, um das trotzdem zu schaffen, wurde das Ganze in einem Filmstudio in der Area 51 gedreht. Es gibt ein paar Indizien, obwohl es auf dem Mond windstill ist, bewegte sich die Fahne und flatterte leicht. Aber auch dafür gibt es natürliche Erklärungen, wie auch für alle anderen angeblichen Indizien. Nummer 3. Die Area 51 forscht in Wahrheit an geheimen Wetterwaffen und man will das globale Wetter manipulieren. Sicher gibt es bestimmte Programme auf der Welt, die sich mit Wettermanipulation befassen, aber vor einer Weltverschwörung sollte man immer aufpassen. Nummer 4. Eine geheime Weltregierung hat ihren Sitz in der Area 51 und kontrolliert von dort das Geschehen auf dem Planeten, alles und jeden. Beweise dafür gibt es keine. Was ist nun aber wirklich dort? Wir haben also angeblich ehemalige Mitarbeiter, die uns von UFOs und Aliens erzählen, die angeblich vor schon 10.000 Jahren auf der Erde waren, die Pyramiden miterbauten. Und jetzt werden die Aliens dort gefangen gehalten. Was ich mich halt immer so ein bisschen frage ist, wenn die Aliens ja wirklich so schlau sind, dass sie schon auf die Erde kommen können, so eine krasse Technologie alles haben und dass sie dann so dumm sind, sich fangen zu lassen, von uns einsperren zu lassen? Ich weiß nicht, liebe Freunde, ich glaube das nicht so wirklich. Das klingt mir zu sehr nach Science Fiction. Aber was mit den ganzen UFO-Sichtungen über dem Wüstenhimmel? Die CIA erklärt die UFO-Sichtung folgendermaßen. Es gibt viele Testflüge von teils experimentellen Flugzeugen. Viele neue Sachen werden dort ausprobiert. Und was eben nicht aussieht wie ein ganz normales Flugzeug, wird schnell schon mal zum UFO. Also keine UFOs, sondern offizielle Militärtests. Ich würde sagen, ihr lasst mal einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr auch gerne wissen würdet, was dort wirklich vor sich geht. Haut den Daumen dann jetzt mal richtig kaputt, wenn ihr auch Bock hättet, das herauszufinden. Haut den Daumen nach oben mal kaputt, wenn ihr auch mal Bock hättet, einfach die Wahrheit zu wissen. Dennoch will ich nochmal ganz kurz sagen, diese ganze Man stürmt die Area 51 Aktion war ja alles nur ein Spaß. Und wenn ich irgendwelche Zuschauer aus Amerika habe, macht das bitte nicht, denn ich glaube nicht, dass sie da irgendeinen Spaß verstehen. Vergesst nicht ein Abo dazulassen, wäre ein kleiner Klick für euch, aber ein Riesenklick für mich. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.